Hallo Freunde des Glasbruch-Solarmoduls. Ja, ich wollte mal ein kleines Update zu meinem Solarmodul machen, was ich damals vom Felix bekommen habe. Und auf meinem Kanal wird ja immer wieder mal was versucht, so reparieren und doch noch das Beste aus dem Solarmodul zu holen. Und da habe ich damals Epoxidharz verbaut oder benutzt, um dieses Glasbruch-Solarmodul, was in 1000 Teile zersprungen ist, zu reparieren. Das habe ich gemacht und es lief wirklich einige Monate sehr gut. Dann hat ja das Epoxidharz leider begonnen sich zu verfärben. Also es ist vergilbt und nach blätterte es auch immer mehr ab. Mittlerweile ist das ja nahezu katastrophal. Also ich zeige euch jetzt gerne mal hier so ein paar Stellen, die wirklich mehr als katastrophal aussehen. Ich habe hier immer wieder mal versucht, mit Klarlack dieses Epoxidharz zu binden und festzukleben. Das hat auch dann hier funktioniert, aber an den anderen Stellen, wo es halt das Klarlack sich dann nicht mehr, da wölbt sich das dann plötzlich hoch und es fängt dann umso mehr an abzublättern. Also hier hat es sehr gut funktioniert mit dem Klarlack nochmal im Nachhinein und hier auch, aber insgesamt, man sieht, also das macht keinen Sinn, solche Glasbruchmodule, die dann so stark gesplittert sind in 1000 Teile mit Epoxidharz zu oder zu reparieren. Hier sieht man zum Beispiel die ganz große Stelle, also da läuft auch regelmäßig Wasser drüber. Man kann ja auch sehen, das läuft dahinter dann und dann spätestens, wenn es warm, kalt wird und so weiter, dann wölbt sich dieses ganze Zeug nach außen und ja, es splittert dann halt so nach und nach ab. Das Glas selber splittert nicht ab, das ist also wirklich sehr stabil und mit dem Verbundmaterial, wie man so sagt, gut verbunden. Das Solarmodul selber liefert auch noch 33 Volt. Im Leerlauf habe ich jetzt hier mal gemessen, ohne Sonne. Also ich habe es jetzt nicht mehr angeschlossen, auch an die Solaranlage, weil mir das einfach zu heikel ist. Weil ihr seht ja, das Wasser läuft ja auch schon über dem Rahmen und so weiter. Ich weiß nicht, wie das intern bei dem Solarmodul aussieht. Ich möchte keinen Kurzschluss an meiner Parallelschaltung haben. Ist klar, dass man sowas dann nicht mehr anschließt. Ist ja dann vielleicht auch eine Brandgefahr. Sowas möchte ich natürlich auf jeden Fall vermeiden. Es ist hier also wirklich nur noch im Prinzip dazu da, um die Wetterbedingungen abzuhalten, um mein Holz trocken zu lagern und dafür funktioniert es auf jeden Fall noch sehr gut. Aber ja, man könnte jetzt vielleicht noch so einen Ventilator dran machen oder irgendwas, was halt wenig Spannung und wenig Strom benötigt, um noch den Strom zu nutzen, den es produziert. Zumindest ja hier in Ostausrichtung am Morgen würde der Ventilator auf jeden Fall laufen. Aber andere Sachen würde ich da nicht mehr anschließen. Ja, wie gesagt, das wäre mir dann doch zu heikel. Gerade hier sieht es halt wirklich sehr mies aus. Also wenn man so schaut hier, das ist irreparabel. Ja, schade. Also ich hätte natürlich gehofft, dass es doch einige Jahre doch hält. Es war jetzt vielleicht 2 Jahre länger, war es auf gar keinen Fall noch im Einsatz nach dem Splitterbetrieb. Und das ist halt leider so. Also man kann so ein Solarmodul offensichtlich nicht mehr reparieren, egal was die anderen YouTuber genutzt haben. Da gab es verschiedene Methoden, Silikonlacke und Bootslacke und Epoxidharze, Klarlack fürs Auto. Für den LKW, weil das muss ja mehr Vibrationen aushalten als beim Auto. Alles Mögliche wurde mir empfohlen. Ich glaube, letztendlich nichts würde funktionieren, denn auch andere YouTuber haben dieses Projekt schon durchgeführt und gemacht. Und was ist daraus geworden? Also die meisten haben sich gar nicht mehr gemeldet oder dem Video kein Update mehr gemacht. Bei vielen anderen hört man gar nichts mehr davon. Ich denke mal, da wird es ähnlich verlaufen sein. Also wenn ihr so ein Solarmodul mal reparieren wollt, dann überlegt euch das, ob das die Zeit wert ist und den Aufwand. Das war jetzt ein 300 Watt Modul, damals ein relativ großes. Aber ja, mittlerweile, also der Preis, der Aufwand, selbst das Epoxidharz kostet ja auch immer was, die Verarbeitung. Und im Nachhinein, es blättert ab, es beschädigt euch nachhaltig den Garten mit Umweltgift. Also ich würde es nicht nochmal machen, insofern könnt ihr aus meinen Fehlern lernen. Ich werde das Video an die Playlist heften und dann seht ihr die ganze Entwicklung, könnt ihr es euch ganz genau nochmal anschauen, wie kam es dazu und warum sieht es jetzt so aus, wie es aussieht. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht, diesen kleinen Videoblog zu machen, also Solarmodule reparieren, das wird ein schwieriges Thema auch in Zukunft. Wenn euch so ein Ding mal gecrashed ist, dann bleibt es voraussichtlich gecrashed.
Und Recycling der Solarmodule ist auch noch ein schwieriges Thema. Also dann, ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns schon bald wieder, wenn es heißt, YouTuber Lars macht irgendein YouTuber Spaß. Bis dahin, ciao, ciao.